Hallo Zwilling, herzlich willkommen zu Alina Tarot. Mein Name ist Alina. Zwilling, heute möchte ich auch für dich dein Wochenhoroskop 30. Mai bis 5.6.22 mit dir teilen. Zwilling, hier geht es heute darum, vor allen Dingen respektiere alle Wesen, respektiere deinen Körper, respektiere dich selber. Schenke dir den Respekt, der dir zusteht in der kommenden Woche. Gerade wenn du Geburtstag hast, gönn dir einfach etwas ganz Schönes und genieße jeden einzelnen Tag im Leben. Wow, Zwilling, guck mal, es kann sein, dass du von einer Waage begleitet wirst, ja, eine Konversation mit einer Waage-Energie hast, eine Klärung mit einer Waage, eine Jungfrau begleitet dich und eine Jungfrau sagt dir immer, Schatz, du bist gut genug, du bist wertvoll, du bist der König, die Königin deines Seins, du bist gesegnet durch deine einfache Präsenz auf diesem terrenalen Existieren. Zwilling, genieße den Moment. Kommende Woche kann eine Waage, eine Jungfrau, ein Widder in dein Leben kommen. Ein Widder revolutioniert dein Sein, kann ein Arbeitskollege sein, eine Freundin, ein Chef, ein Bruder, eine Schwester, eine Liebe. Eine Gesprächsebene darf angestrebt werden für dich, Zwilling. Gerade die Liebe darf geklärt werden, gerade die Gesundheit, die Familie. Der Job ist im Moment zweitrangig, wenn du noch keinen Job hast. Wichtig ist einfach, Zwilling, dass du in der kommenden Woche zu dir selber findest, dass du respektierst, dass alles eine Zeit der Heilung braucht, dass alles eine Zeit der Findung braucht, dass auch dein Körper viele Strapazen durchgestanden hat in den letzten Jahren. Und jetzt geht es darum, dass die geistige Welt sagt, Zwilling, wir möchten dir einfach nochmal aufzeigen, dass das Menschlichsein, die Menschlichkeit, die Harmonie, die Klarheit, die Sicherheit, die Bewusstseinsebene, die Früchte, die du geerntet hast, immer wieder gesät werden können, wenn du bereit bist, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Weder in den Finanzen und im Beruf, mach dir keine Gedanken. Es läuft weiterhin wie bisher. Hast du etwas weniger wie normal? Ist es nicht so schlimm? Weil es ist eine Zeit zum Aufatmen, es ist eine Zeit der Wertschätzung, es ist eine Zeit, auch ein bisschen zu erkennen, dass man das Geld nicht nur horten soll, nicht nur ausgeben soll, sondern auch feiern darf, auch wirklich wertschätzen darf, ja? Es gibt einige Ideen, wie du noch an Geld kommen kannst, einige Projekte in der kommenden Woche, die sich visibel machen. Gehe diese nach, aber Finanzen werden weder höher noch weniger. Job wird auch so weitergehen, ein paar kleine Diskussionen, aber nichts Schlimmes. Die Gesundheit hat ein bisschen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, schlaflose Nächte gehören einfach momentan bei Zwillingen dazu, weil einfach eine Konfrontation mit deinem ganzen Inneren nächste Woche nochmal aufgezeigt wird. Bleib in deiner Mitte, rede arg, artikuliere dich arg, sachlich auch und lasse es zu, dass alles zu deinem Gunsten sich entwickeln kann. Die Zahl 28, die 2, die 30, die 4, die 8, die 10, die 1, die 65, die 70 und die 38 können von Bedeutung sein für den einen oder anderen. Also nächste Woche heißt es, es geht hoch her. Bleibe nicht in einem Winterschlaf, sondern bemühe dich, ein bisschen mehr aus deiner Zone des Komforts herauszukommen, Zwilling. Es kommt was Schönes auf dich zu. B-O-V-W-R-M-X-C-J-L-X-K-A. Okay, Zwilling, also genieße diese Woche. Bitte verzeih mir nicht Sprachfehler. Wir haben 40 Grad, keine Klimaanlage, Stromausfall hatten wir gehabt bis jetzt gerade eben. Und ich wollte jetzt deine Legung auch noch mit auf den Weg geben, also hab ein bisschen Verständnis, dass heute einfach ein andersrum Tag ist und nutze einfach die Gunst der Stunde, in den Respekt zu gehen, für dich, für alle anderen auch und auch zu verstehen, dass wenn Dinge sich einfach gerade nicht geben, ist, weil eine kleine Lernaufgabe noch dahinter steht. Aber viele Zwillinge seid ihr in einem super tollen Entwicklungsprozess. Zwilling, ich wünsche dir alles Liebe, schau dir das Video von Juni, dein Sternzeichen an, hinterlasse deinen Kommentar, deine Likes, deine Abos sind immer gern willkommen. 8 Termine habe ich noch für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie. Schreib mich also an, wenn du noch dabei sein möchtest. Sonntags 19 Uhr, sei dabei, wo du einen Superchat erwerben kannst und ich deine Fragen beantworte. Ich wünsche dir alles erdenkliche, liebe Zwilling. Bis dahin, bye.